I mean, it's obviously a tough loss, and we had a great start, and that's something that we focused on. The third period, you know, once momentum starts going the other team's way, you really just got to simplify the game and make just small plays. And I think that we really couldn't get control of the game back. We had chances, and, you know, their goalie made saves, but at that point in time, we were up 3 goals going into the third period. We didn't need any goals, and we just let it slip away a bit. Also, der Fokus für das Spiel lag ganz klar darauf, gut anzufangen, was ja auch geglückt ist. Und erst im letzten Drittel wurde dann so ein bisschen vergessen, das Spiel einfach zu machen. Es wurden zwar noch Torchancen herausgearbeitet, aber irgendwie hat man den jungen Torwart dann halt nicht mehr richtig unter Druck gesetzt, hat die Kontrolle über das Spiel verloren, aus den Händen gegeben, die eigenen Chancen nicht genutzt und steht am Ende ziemlich mit leeren Händen da. Ja, also wir wissen ja allgemein, jedes Spiel wird immer, der Schiedsrichter macht jedes Spiel immer auch Fehlentscheidungen. Das ist leider so in der Liga. Ja, das wird auch weiterhin so bleiben, denke ich, wenn man nicht dran arbeitet vom DEB her. Oder. Ja, da waren wir vielleicht einen Schritt zu langsam immer für die Rebounds. Die Rebounds waren da, aber Jonas hat auch wirklich gute Leistung gebracht. Also es war nicht so, dass wir ungefährlich waren. Also wir haben ein paar gute Chancen gehabt, so ist das nicht. Ja, vielleicht waren wir wirklich den Schritt zu langsam. I don't think so. I think that you know, our team's been working really hard lately, and you know, the last few games, getting points in those games, we've shown that. I thought that we deserved better for the most part tonight. We had a tough third period, but besides that, I thought guys were working. I mean, to be honest, with rebounds, sometimes they bounce on your stick and sometimes they don't. And you know, I thought that tonight we were in good positions. Myself personally, I had a few good chances, but I wouldn't change how I played around the net. I was there, and you know, I think if you're getting your stick on rebounds, you're in the right spot. And their goalie did a good job of making second saves, and their defenseman did a good job of taking away sticks in front of the net. Okay, also Cam denkt, es wurde schon sehr, sehr hart in Richtung des gegnerischen Torwarts gearbeitet. Widerspricht mir da. Aber man hat halt manchmal das Glück und manchmal das Pech bei Rebounds. Sie gehen dir auf den Stock und sie können von da aus ins Tor gebracht werden oder es geht halt auch mal schief. Heute war es halt so, dass dieser zweite Schuss nicht genutzt werden konnte, beziehungsweise der Jonas Langmann oder seine Verteidiger halt so hart gegengearbeitet haben, dass da nicht mehr viel möglich war. Das Spiel selber auch ums Tor herum, das haben wir auch gesehen, hat eigentlich gut funktioniert, nur es kam halt nicht so richtig zum Abschluss. I honestly thought that the work ethic in the third period was still there. I thought that guys were working hard. I just didn't think that we were making the smartest plays. So, I mean, it was bad, and we took some bad penalties, myself included. And you know, those are tough to kill off when the momentum's not going your way, but I don't think anybody in the locker room quit and stopped working. I think that maybe we made a couple errors, but we still had chances to score, and I don't think that they dominated us in any way. I thought that they, you know, they took their chances and they scored, but I still think that we had chances. The only problem was, at that point in time, we did not need to trade chances with them. We just needed to shut down. So maybe a little bit smarter, but I mean, we still worked hard, and you know, we have to learn from that. Also die Arbeitseinstellung im letzten Drittel, da sind sie sich unten in der Kabine auch einig, war definitiv da. Es wurde weiter nach vorne gearbeitet, es wurden auch Chancen erspielt, ganz klar. Was aber auch halt war, was nicht sein darf, sind die dummen Strafen, die man gezogen hat. Und da schließt Cam seine eigene Strafe auch mit ein. Und wenn es denn so ist, dass man im Kopf ein bisschen unsicher wird, dass das viel beschriebene Momentum sich ein bisschen gegen eindreht, dann ist es schwierig, gegen solche Strafen gegenzuarbeiten. Und halt den Kasten hinten sauber zu halten. Da sind ein paar Fehler dabei gewesen, die halt Hannover Chancen zuließen. Und die hat Hannover im letzten Drittel einfach genutzt. Im Gegensatz zu uns und zu unseren eigenen Chancen. Das sind Dinge, wo das Team halt daraus lernen muss und sich weiterentwickeln muss. Ja, die Enttäuschung ist natürlich da, dass das Vertrauen wohl gegen mich ausgesprochen wurde. Und so ist das Geschäft. Das Management dachte oder denkt, das war die richtige Entscheidung und damit muss ich leben. Ich muss jetzt weiter Gas geben und gucken, was passiert.
Ja, also wie die. Also mein Ziel ist es, DEL-Torhüter zu sein. Und die Presse weiß ja sowieso immer alles besser und mehr wie wir. Naja, also ich bin hier, ich gebe alles für das Team. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird. So ist es. I mean, coaching is a tough enough job as it is, so I don't want to get into that stuff, but I mean, the fourth line, they know their role. They played great tonight, and, you know, I've been on the fourth line before lots, and sometimes you're going to get to play in those opportunities, and sometimes you're not. And I think that if they would have been called on, they would have been ready, and they would have played hard just like they did. As far as them playing more or less, I mean, it's pretty common in hockey in the third period, especially in a tight game, to go to three lines. Regardless, unfortunately for the fourth line, regardless of how well they're playing, and that's just the way the game works. You know, as far as that goes, I don't know. I mean, they played great, and they have to keep playing great, and that's, you know, we need that from them. So. Also grundsätzlich sagt Cam erstmal, in dem Bereich Coaching möchte er sich nicht unbedingt einmischen. Sehr schwierige Aufgabe, ganz klar. Er sagt aber auch, die vierte Reihe definitiv hat eine ganz tolle Arbeit heute geleistet, kämpferisch und so weiter. Aber er hat selbst schon in der vierten Reihe oft gespielt. Mal bekommt man viel Eiszeit, mal weniger. Es ist aber sehr üblich im Eishockey, dass man im letzten Drittel die Intensität erhöht und nur noch mit drei Reihen spielt. Aber er ist sich auch sicher, dass unsere vierte Reihe jederzeit bereit wäre, wieder einen Einsatz zu fahren und auf jeden Fall mit dieser tollen Arbeit weitermachen sollen, weil es dem Team unheimlich weiterhilft. Ja, natürlich. Also ich bin davon überzeugt, dass wir gewinnen werden, weil wir spielen die letzten Spiele, wir spielen echt gut. Es war heute haben wir auch zwei Drittel lang sehr stark gespielt. Das dritte war eigentlich auch noch gut, bloß wie er auch sagte, die haben das Momentum genutzt. As far as the game goes on Sunday, I think that we have to do exactly the same thing that we did at the start of tonight's game. And we just have to clean up how we act in the third period. We just have to make it, I mean, if we have a lead, we just have to be a little bit smarter. But I think that the team's playing really well right now. I think that, you know, we're pretty upbeat in the dressing room. I think that there's a lot of positive things happening. And I think that we just need to keep that going. Also im Prinzip auch für Sonntag gilt, so wie es heute losgegangen ist, so sollte man das Spiel spielen und das nach Möglichkeit über drei Drittel. Dieses gute Eishockey mitnehmen. Das dritte Drittel wird sicherlich noch besprochen werden, Video und so weiter. Und mit ein bisschen mehr Köpfchen, ein bisschen, wie er sagt, smarter spielen, wenn man in Führung ist, auch in entscheidenden Situationen kurz vor Schluss, dann geht garantiert was gegen Augsburg. Die, gerade jetzt nach dem letzten Wochenende ist die Stimmung auch unten in der Kabine deutlich positiver geworden. Die Spieler reden viel mehr miteinander und arbeiten noch viel besser miteinander zusammen. Und das ganze Positive muss man einfach mitnehmen ins nächste Spiel. Und dann, wie auch Dennis schon sagte, wir spielen richtig gut. Dann sollte auch in Augsburg sehr relativ gut was drin sein.